verehrten Damen und Herren, dieser Gruß gilt zunächst den Gästen unseres Parteitages, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde. Als wir vor 5 Jahren nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen uns gemeinsam auf den Weg machten, die Neue Linke in Deutschland auf den Weg zu bringen, konnte niemand von uns wissen, was daraus werden würde. Heute können wir sagen, wir haben das Fünf-Parteien-System in der Bundesrepublik Deutschland etabliert. Wir sind die erfolgreichste Gründung in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Kriege. Wir sind mittlerweile in 13 Landtagen vertreten wie die Partei Die Grünen. Und wir sind im Bundestag stärker, obwohl man das medial nie so ganz merkt. Aber ich sage es einmal, wir sind stärker als Grüne und CSU. Das sollte man ab und zu auch in der Berichterstattung merken. Wir sind stärker als diese beiden. Und es war für uns ein Triumph, auch im größten Flächenstaat des Westens eine Landtagsfraktion jetzt zu haben. Ich bin besonders froh, dass wir alles geschafft haben, dass unsere Genossinnen und Genossen auch in Nordrhein-Westfalen im Landtag sind. Ich gratuliere Bärbel Beuermann, Wolfgang Zimmermann und allen Genossinnen und Genossen, die diesen großen Erfolg zustande gebracht haben. Und um das ewige Thema, wir werden vielleicht noch Jahre darüber diskutieren, noch einmal abzuräumen, es geht bei uns nicht um Regieren, ja oder nein. Ich will es nur einmal sagen, es geht immer nur, unter welchen Bedingungen wir bereit sind, uns an einer Regierung zu beteiligen. Und ich sage hier ganz offiziell, wir sind bereit, eine rot-rot-grüne Koalition zu tolerieren, zu tragen, Entschuldigung, mitzumachen, tolerieren nicht, mitzumachen. Das war jetzt eine freudsche Fehlleistung, denn so leicht fällt uns das ja nicht. Wir sind bereit, sie mitzumachen, wenn der Sozialabbau in Deutschland verbindlich im Bundesrat gestoppt wird. Das ist doch ein Ziel, für das wir alle gemeinsam eintreten und kämpfen können. Niemand von uns hätte erwartet, dass wir heute bereits so weit sind. Und ich bin oft gefragt worden, ob ich nicht mit Wehmut jetzt aus diesem Amt scheide. Das ist für mich jetzt keine Kategorie, die mich im Moment besonders beschäftigt. Mich erfüllt ein Gefühl der Dankbarkeit. Ein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber vielen Genossinnen und Genossen, die diesen Wahlerfolg, die diesen Triumph möglich gemacht haben. Das ist das vorherrschende Gefühl. In erster Linie diejenigen, die keine Mandate und Ämter begleiten. Mich erfüllt auch ein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber unseren Wählerinnen und Wählern. Denn unsere besten Programme nützen ja nichts, wenn wir die Zustimmung der Menschen in Deutschland nicht haben. Mich erfüllt aber heute auch ein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber denjenigen, mit denen ich besonders eng zusammengearbeitet habe in den letzten Jahren. Ich nenne als Ersten meinen Mitvorsitzenden Lothar Bisky. Ich weiß, lieber Lothar, ohne deine Unterstützung am Anfang wäre dieses Projekt niemals auf den Weg gekommen. Herzlichen Dank für diese Unterstützung. Ich nenne heute ganz besonders auch Gesine Lötsch, weil sie von Anfang an in der Bundestagsfraktion darauf hingewirkt hat, dass Ost und West zusammenfinden. Und das ist die Aufgabe der Zukunft. Und deshalb verdient sie unsere Unterstützung. Kleine Zwischenbemerkung. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass sie mir zu wenig widerspricht. Das ist ein Irrtum, liebe Genossinnen und Genossen. Die hat auch schon manchmal Haare auf den Zähnen. Ich darf das Geheimnis verraten. Aber wenn sie mir widerspricht, sagt sie mir das unter 4 Augen. Und deshalb schätze ich sie besonders. Sie gibt dann keine Interviews. Herzlichen Dank, liebe Gesine. Aber ganz besonders, das wird jeder hier im Saal verstehen, möchte ich mich bei Gregor Gysi bedanken, der mir ein treuer Weggefährte war, mit dem ich vieles zusammen zustande gebracht habe. Ohne ihn wäre das ebenfalls nicht gegangen. Und nachdem ich im Gehässigkeitsmagazin Der Spiegel gelesen habe, Gregor sei ein IM-Oscar, möchte ich mich hier outen, ich bin in Zukunft und war es auch ein IM Gregor. Wir werden weiterhin solidarisch zusammenarbeiten.
Und noch etwas, weil ich drei Namen genannt habe. Ohne die PDS wäre Die Linke niemals möglich gewesen. Ich danke allen, die aufgebaut haben, die die PDS aufgebaut haben, auch den Ostlandesvorsitzenden, die mich so oft kritisiert haben. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Ich danke aber auch den Mitgliedern der WASG, an erster Stelle Klaus Ernst, der immer wieder angerufen hat und mich versucht hat, wieder zu reaktivieren. Ob jeder darüber glücklich war, weiß ich ja nicht, lieber Klaus. Aber ich danke dir, dass du mich, wenn man so will, mehr oder weniger überzeugt hast, wieder mitzumachen. Wir haben doch gemeinsam vieles zustande gebracht. Herzlichen Dank für deine Mitarbeit. Ich danke Uli Maurer, dass er aus dem ehemaligen SPD-Präsidium, in dem wir schon lange Zeit zusammengearbeitet haben, meine Arbeit mit unterstützt hat. Man braucht Unterstützung und man braucht insbesondere auch Weggefährten, die man über viele Jahre kennt. Herzlichen Dank, lieber Uli, für diese Zusammenarbeit. Und ich danke dem saarländischen Vorsitzenden Rolf Linzler, der zwei Jahrzehnte Verdi an der Saar geführt hat. Er hat mir den Rücken an der Saar freigehalten. Ohne das wären die guten Wahlergebnisse an der Saar nicht möglich gewesen und wäre auch meine Arbeit auf Bundesebene in dieser Form nicht möglich gewesen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben uns, als wir aufbrachen, als Korrekturfaktor der neoliberalen Politik verstanden. Wir wollten die Programmatik verändern. Wir wollten insbesondere die Politik der anderen Parteien verändern und das ist uns gelungen. Wir haben, das werde ich nachher noch darlegen, die Politik der anderen Parteien auch unterstützt durch die Entwicklung der Weltwirtschaft. Stärker verändert durch unsere Programmatik, vielleicht sogar als die Grünen die Politik der anderen Parteien verändert haben in ihrer Gründungsphase. Wir sind die Partei des demokratischen Sozialismus. Wir wollen den demokratischen Sozialismus. Und wir können auch sagen, was wir damit meinen. Das ist gar nicht so schwer. Demokratischer Sozialismus meint eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und ohne Unterdrückung. So einfach ist das. Demokratischer Sozialismus meint eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und ohne Unterdrückung. Und damit steht er nicht nur in der Tradition der Arbeiterbewegung. Er steht im Grunde genommen in der Tradition der Freiheitsbewegung dieser Welt. Das meine ich so. Für mich war der demokratische Sozialismus immer eine Bewegung hin zur menschlichen Freiheit, hin zur Freiheit eines jeden Einzelnen. Und deshalb steht er in einer großen historischen Tradition. Ich nenne mal die Sklavenaufstände in Rom. Ich nenne die Bauernkriege im Mittelalter. Ich nenne die Französische Revolution. Ich nenne die Novemberrevolution 1918, die wir immer noch aufarbeiten müssen. Und ich nenne auch die Friedliche Revolution 1989. In dieser Freiheitstradition steht der demokratische Sozialismus, stehen wir alle. Wir sind eine große Freiheitsbewegung. Der Kampf um mehr Freiheit begleitet die Menschheitsgeschichte. Und deshalb wird er niemals zu Ende sein. Und die Freiheit verlangt in der modernen Gesellschaft eine Gesellschaftsorganisation, die wir Demokratie nennen. Aber hier beginnt ein methodischer Ansatz, den man immer wieder einführen muss in die Politik. Wenn man über Freiheit und Demokratie spricht, dann muss man auch in der Lage sein zu sagen, was man damit meint. Freiheit heißt nun einmal das Recht jedes einzelnen Menschen, sein Leben so weit wie möglich selbst zu bestimmen. Und die Grenze findet dieses Recht nur in dem gleichen Recht des anderen. Und hier liegt auch die tiefe Begründung für eine Demokratie, für eine Gesellschaft, in der die Interessen der Mehrheit sich durchsetzen. Eine Demokratie ist nur möglich, wenn jeder Einzelne so weit wie möglich sein Leben selbst bestimmen kann. Und das heißt, die Mehrheit kann sich zwar durchsetzen, sie kann aber der Minderheit ihren Willen nicht aufzwingen. Das ist die Bestimmung der Demokratie. Und das gilt für uns, das gilt für alle Organisationen und Gesellschaften. Und nun haben wir eine
Situation in der Welt, dass die Demokratie und die Freiheit auf eine einmalige, noch niemals dagewesene Art und Weise herausgefordert werden. Lothar Bisky hat es in seinem Referat bereits gesagt. Ich hätte mir das vor Jahren niemals vorstellen können. Die Finanzkrise hat das auf bittere Art und Weise jetzt bewiesen, was vor 15 Jahren etwa der damalige Bundesbankpräsident Tietmeyer auf dem Wirtschaftsforum Davos sagte: Ihr Politiker, ich sage es jetzt mit meinen Worten, ihr habt gar nichts mehr zu sagen. Ihr steht jetzt alle unter der Kontrolle der internationalen Finanzmärkte. Damals wurde diese Analyse bejubelt als etwas ungeheuer Schönes, Gutes geschehen. Nein, das ist doch ganz dramatisch. Die Demokratie ist erledigt. Die Parlamente und die Regierungen sind doch nur noch Marionettenparlamente und Marionettenregierungen, die den Finanzmärkten hinterherhäscheln, Riesensummen beschließen, ohne zu wissen, was sie eigentlich machen sollen. Deshalb können wir zu Recht sagen, wir sind eine Bewegung der demokratischen Erneuerung. Denn nun will ich also ein großes Geheimnis verraten. Wir, die angeblich wirtschaftsinkompetente Partei, wir, diese Populisten und Ideologen, wir sind die Einzigen, die die modernen Antworten auf die Finanzkrise und auf die Weltwirtschaftskrise gegeben haben. Wir sind die Einzigen. Die anderen schreiben alle von uns ab. Unser Programm lässt sich in drei Buchstaben zusammenfassen. KfW. Damit ist nicht gemeint die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Damit ist gemeint Keynesianismus, Finanzmarktregulierung und Wirtschaftsregierung auf europäischer Ebene. Das sind die drei Säulen unserer Wirtschaftspolitik. Und der Keynesianismus, erinnert ihr euch noch, als gesagt wurde, der ist obsolet, der ist Vergangenheit. Er hat in dieser Krise die Weltwirtschaft gerettet. Ohne den Keynesianismus, ohne die Geldpumpe der Staaten und der Zentralbanken wäre die Weltwirtschaft zusammengebrochen. Aber jetzt kommt etwas Neues, was die angebotsorientierte Wirtschaftslehre in Deutschland noch nicht begriffen hat. Der Keynesianismus kann nur funktionieren, wenn die Finanzmärkte re-reguliert werden. Wenn sie das nicht werden, dann läuft er ins Leere. Dann geht das Geld der Zentralbanken in die Spekulation und dann gibt es keinen wirtschaftlichen Aufbau, sondern die Zerstörung der Wirtschaft geht immer weiter. Deshalb können wir auf dieses Doppel stolz sein. Keynesianismus und trennbar damit verbunden Finanzmarktregulierung. Das sind die Rezepte der Zukunft. Anders ist die Weltwirtschaft nicht mehr zu retten und in Gang zu setzen. Und die europäische Wirtschaftsregierung, wir haben sie lange Jahre gefordert, auch im Bundestag, immer wieder. Und wir haben darauf hingewiesen, dass es nicht anders geht. Und da braucht man gar nicht einen tiefen Einblick in die Zusammenhänge haben. Es war doch so, dass die Griechen immer ihre Löhne zu stark erhöht haben. Und es war schon so, dass die Deutschen immer ihre Löhne zu schwach, zu wenig erhöht haben. Und der Ausgleichsmechanismus war simpel. Die griechische Währung, die Drachme, wurde abgewertet. Die deutsche Währung, die D-Mark, wurde aufgewertet. Das war der Ausgleichsmechanismus für auseinanderdriftende Löhne, wirtschaftlich präziser gesprochen, auseinanderdriftende Lohnstückkosten. Und jeder muss sich doch die Frage stellen, was passiert denn dann, wenn das nicht mehr geht? Und dann war die Antwort auch aus der Wirtschaftswissenschaft, aus anderen europäischen Ländern, ich nenne insbesondere Jacques Delors, wir brauchen eine europäische Wirtschaftsregierung. Wir brauchen eine Instanz, die jetzt koordiniert die Finanzpolitik, die jetzt koordiniert die Steuerpolitik, die jetzt vor allem koordiniert die Lohnpolitik. Das ist die Idee. Sonst bricht der Euro auseinander. Auseinanderdriftende Lohnstückkosten, auseinanderdriftende ökonomische Entwicklungen brauchen Ausgleichsmechanismen. Das ist der Sinn der europäischen Wirtschaftsregierung. Wir, die Linke, wir waren die Einzigen, die im Deutschen Bundestag das gefordert haben, um das mal klarzustellen und hier zu Protokoll zu geben. Und als wir ein europäisches Wirtschaftsprogramm forderten, als die Krise sichtbar wurde, sie war ja schon lange im Gange, da hieß es im Deutschen Bundestag, Klos, jeder kehre vor seiner eigenen Tür. Das ist der Rückfall in den Nationalismus, von dem Lothar gesprochen hat. Jeder kehre vor seiner eigenen Tür. So geht das heute nicht mehr.
Wir können die Geschichte nicht mehr zurückdrehen. Wir müssen jetzt internationale Regelmechanismen finden. Wir müssen jetzt die Nationalstaat überwinden. Und die internationalen Regelmechanismen heißen ja globale Koordination beim Keynesianismus, was dann mit einem Jahr Verzögerung auch eingetreten ist. Globale Regulierung der Finanzmärkte und europäische Wirtschaftsregierung. Aber man darf sich bei dieser Aufgabe nicht herausreden und sagen, zu Hause können wir nicht tun. Würde der Deutsche Bundestag ein einziges Gesetz beschließen, in dem stünde, das, was wir in den letzten Jahren an Deregulierung vorgenommen haben. Rot-Grün, man darf das nicht vergessen, die tun ja heute alle so, als seien sie schon immer für Regulierung gewesen. Sie haben den Haien den Teppich ausgerollt. Das wollen wir niemals vergessen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Große Koalition, sie hat im Programm noch stehen, wir müssen also Verbriefungen und so weiter ausbauen. Die ganzen, jetzt sage ich mal, Massenvernichtungswaffen sind auch in Deutschland zugelassen worden. Und ein einziges Gesetz könnte beschließen, die Deregulierungsmaßnahmen von dann und dann und dann werden heute zurückgenommen. Dann hätten wir in Deutschland das Verbot von Hedgefonds, wir hätten keine Zweckgesellschaften, wir hätten den Handel mit Giftpapieren verboten und wir hätten insbesondere das kriminelle Geschäft mit Steueroasen verboten. Das ist doch ein Skandal, da könnt ihr doch sehen, was eigentlich los ist. Die Bundesregierung ist die Hehlerin des Steuerbetrugs. Sie finanziert mit 18 Milliarden die Commerzbank, die zum Steuerbetrug in ihren Broschüren und Prospekten aufruft. Das ist der Zustand unserer Gesellschaft. Das zweite große Thema neben einer Antwort auf die weltwirtschaftlichen Fragen ist für uns die Wiederherstellung des Sozialstaates. Das ist Kernbestand linker Politik. Und damit meinen wir, dass wir eine Arbeitslosenversicherung wieder schaffen müssen, die diesen Namen verdient. Und wir haben noch eine Vorstellung. Wir sagen nicht nur, wir sind gegen irgendetwas. Vielleicht könnten wir dieses Gerede einmal einstellen. Wir haben eine Vorstellung und wir sagen, wir wollen eine Arbeitslosenversicherung nach der Maßgabe pro Jahr Einzahlung, ein Monat Arbeitslosengeld. Das ist doch nachvollziehbar, das ist eine sinnvolle Regelung, die insbesondere eine lebenslange Arbeitsleistung auch honoriert. So wollen wir das haben. Kurzformel bei uns heißt nach wie vor, Hartz IV muss weg, weil wir nicht wollen, dass eben die Bestimmung, die jeden zwingt, eine Arbeit nach einem Jahr anzunehmen, weit unterhalb seiner Qualifikation und weit unterhalb seiner früheren Bezahlung, dass diese Bestimmung fällt, denn sie ist die Grundlage des Lohndumpings und des Niedriglohnsektors in Deutschland. Wir wollen eine Rente, die den älteren Menschen einen Lebensabend ermöglicht, den man als würdig bezeichnen kann. Und die Zerstörung der Rentenversicherung ist katastrophal. Und alle anderen Parteien haben daran mitgewirkt. Und man kann sie in Zahlen benennen. Wer heute 1.000 Euro im Monat hat, hat in Deutschland nach 45 Arbeitsjahren nur einen Rentenanspruch von 400 Euro. Unglaublich. Der Durchschnitt der OECD-Staaten 730 Euro. Was für einen Grund gibt es in Deutschland, die Rente so zu ramponieren? Und deshalb sagen wir, wir die Linke, wir kämpfen für eine Rentenversicherung, die ein würdiges Leben im Alter ermöglicht. Und das heißt, die Kürzungsfaktoren müssen wieder raus aus der Rentenformel. So einfach ist das. Und der dritte Punkt ist die Krankenversicherung. Man wagt es ja gar nicht, sich richtig klar zu machen, welche Gesinnung dahinter steckt, wenn man da eben kaltlächelnd erklärt, wir sind für Gleichheit. Gleichheit heißt für uns, der Pförtner zahlt denselben Krankenkassenbeitrag wie der Generaldirektor, ist doch ungeheuer gerecht. Alle dieselbe Leistung, alle dieselbe Bezahlung. Diese Pervertierung der Gleichheit durch die sogenannten Liberalen weisen wir zurück. Wir wollen soziale Gerechtigkeit. Wir haben einen anderen Begriff von Gleichheit. Der Sozialstaat, liebe Freundinnen und Freunde, ist auch die Grundlage der Freiheit. Wer das nicht erkennt, hat keinen Begriff von Freiheit. Wer am Monatsende nicht weiß, ob er seine Miete zahlen kann, wer nicht weiß, ob er noch einkaufen kann, der ist nicht frei. Wer sein Leben nicht planen kann, der ist nicht frei. Das ist die eigentliche, wenn man so will, Bestimmung der Schicht, die dann in der Fachsprache Prekariat heißt.
Wer sein Leben nicht planen kann, kann am demokratischen Leben nicht teilnehmen. Er ist nicht frei. Deshalb sind befristete Arbeitsverhältnisse ein Anschlag auf die Freiheit. Leiharbeit ist ein Anschlag auf die Freiheit. Minijobs sind ein Anschlag auf die Freiheit. Und wir werden diese Formen der Ausgrenzung niemals akzeptieren, weil wir wissen, was Freiheit bedeutet, weil wir uns als Freiheitsbewegung verstehen. Lassen wir es nicht zu, dass in einer reichen Gesellschaft Menschen ausgegrenzt werden und ein unfreies Leben führen müssen. Das ist der Kerninhalt unserer Programmatik. Wer die Demokratie erneuern will, muss einen Begriff von Demokratie haben. Wir haben die anderen Parteien immer konfrontiert mit dem Satz, Demokratie ist eine Gesellschaft, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Ist doch nicht so schwer. Und wir haben dann gesagt, wenn die Löhne auf breiter Front sinken, wenn die Renten auf breiter Front sinken, wenn die sozialen Leistungen auf breiter Front sinken, dann setzen sich in Deutschland die Interessen der Mehrheit nicht mehr durch. Und jetzt im Finanzmarkt, in der Finanzmarktkrise ist ja wohl ein Witz, wenn man sagt, diese Hunderten von Milliarden, die werden bereitgestellt im Interesse der Mehrheit. Deshalb müssen wir daran gehen, die Demokratie wieder aufzubauen, dass es wieder möglich ist, dass sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Das ist das Kriterium. Dazu soll man dann bitte Stellung nehmen, wenn man daran etwas zu kritisieren hat. Und das beginnt natürlich bei uns selbst. Und deshalb bin ich stolz darauf, dass im neuen Programmentwurf der Mitgliederentscheid, wenn man so will, die Instanz ist, die also entscheidet, wenn es um Richtungsentscheidungen einer demokratischen Partei geht. Es geht nicht anders, liebe Freundinnen und Freunde. Der Mitgliederentscheid ist die letzte Instanz, noch nicht mal der Parteitag. Und wer Begründung haben will, der schaue nur auf die SPD. Hätte die SPD Agenda 2010, hätte sie Hartz IV, hätte sie die Kriegsbeteiligung dem Mitgliederentscheid unterworfen, sie stünde heute mit Sicherheit noch zwischen 35 und 38 Prozent. Das ist meine Überzeugung. Nun muss das ja niemand glauben, aber eines können wir doch lernen aus den letzten Jahren. Wir müssen bei all unseren Entscheidungen unsere Mitglieder und Wähler mitnehmen. Sonst scheitern wir, sonst fallen wir wieder zurück. Und das gilt es zu vermeiden. Deshalb sind wir, wie wir für den Mitgliederentscheid sind, auch für ein Volksbegehren. Volksbegehren sind in einer parlamentarischen Demokratie eine Möglichkeit, Wege zu eröffnen, dass sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Denn die parlamentarischen Systeme sind, das sieht man in der ganzen Welt, nicht eine Garantie dafür. Also Volksbegehren. Und wenn hätte beispielsweise bei Hartz IV oder bei Rente mit 67 ein Volksbegehren durchführen können, wie das ausgegangen wäre, das brauche ich ja hier wohl nicht zu sagen. Und dann haben wir noch etwas, wo also da oder dort der eine oder andere vielleicht etwas zögerlich wird oder sogar erschrickt. Wir wollen in der Tradition der europäischen Linken, wir wollen in der Tradition Luxemburg und Liebknecht den Generalstreik, den politischen Streik, wenn denn die Mehrheit ausgehebelt wird. Das geht natürlich nicht ohne die Mitglieder. Da haben die Gewerkschaftsführer, die skeptisch sind, recht. Aber deswegen habe ich auch mal Namen genannt. Ich könnte ja die Zahl der europäischen Sozialisten jetzt mal aufführen, die dafür geworben haben, angefangen von Aristide Briand, einem jungen Anwalt, der damals in Nantes als erster die Forderung nach Generalstreik aufstellte. Ich könnte das ja alles erwähnen. Natürlich ist es richtig, dass man die Mitglieder auch mitnehmen muss. Aber man darf die Mitglieder nicht auf Dauer frustrieren, dass sie irgendwann das Gefühl haben, es lohnt sich ja nicht mehr. Und deswegen muss man den Widerstand so organisieren, dass es nicht nur eine Versammlung ist, eine Rede, anschließend alle gehen Bier trinken. Und es tut sie überhaupt nichts. Wenn das die Form des Protestes ist, dann werden wir damit die Demokratie eher beschädigen. Denn die Menschen, die protestieren, wollen auch etwas bewirken. Sie wollen etwas sehen. Und sie wollen beispielsweise aus diesem Grund uns unterstützen. Und
deshalb gibt es auch eine Kleinigkeit, die auch ein Alleinstellungsmerkmal der Linken ist, wie KfW. Diese Kleinigkeit heißt, wir müssen die Unterwanderung des parlamentarischen Systems durch den Lobbyismus beenden. Wir müssen die Käuflichkeit der Politik beenden, die ja mittlerweile Ausmaße angenommen hat, die es vorher noch niemals gab. Und deshalb sind wir für das Verbot von Unternehmensspenden wie in Frankreich. Und wir sind dafür, die Einzelspenden von Privatpersonen zu begrenzen auf einen relativ bescheidenen Betrag wie in Frankreich. Der Hartz-IV-Empfänger kann sich keine politische Entscheidung kaufen. Der Besitzer der Mövenpick-Kette sehr wohl. Das ist nicht demokratisch. Wir wollen, jede Stimme hat das gleiche Gewicht. Und wenn Sie schon dies nicht mitmachen, dann wäre doch ein Stück Ehrlichkeit angebracht, wie das im Spitzensport längst der Fall ist. Die Spitzensportler haben es zur Tradition gemacht, ihre Sponsoren immer auf dem Trikot zu tragen. Und das wäre ein Beitrag zur Offenheit und Transparenz der Demokratie. Stellt euch einmal vor, stellt euch einmal vor, der Bundestag, der Präsident eröffnet, die Fraktionen ziehen ein und da kommt, ja, nennen wir zuerst Guido Westerwelle mit einem Trikot Mövenpick und dann folgt die Kanzlerin mit einem Trikot Deutsche Bank und da kommen die Sozialdemokraten mit einem Trikot Daimler-Benz und die lieben Grünen kommen mit einem Trikot hoffentlich allianzversichert. Nur die Linke kann im Straßenanzug ins Parlament ziehen. Das wäre doch ein Bild. Der Kern unserer Programmatik und der demokratischen Erneuerung vermittelt sich aber über die Eigentumsfrage. Das ist die Kernidee der Arbeiterbewegung von Anfang an. Und für uns gilt ein einfacher Satz, der ist revolutionär. Er heißt, Eigentum entsteht durch Arbeit. Eigentum entsteht durch Arbeit. Wir sind die einzige politische Kraft, die diesen Satz ernst nimmt. Wir sind doch in einer Gesellschaft, Stichwort Spekulation, Finanzmärkte, in der immer mehr Eigentum durch Nichtarbeit entsteht. Aber genau das wollen wir, die Linke, umkehren. Wir wollen wieder, dass das Eigentum auf Arbeit gründet, nicht auf Erbschaft, Faulheit und Spekulation. So steht es im Übrigen im bürgerlichen Gesetzbuch. Wer durch Verarbeitung oder Umbildung eines oder mehrerer Stoffe eine neue bewegliche Sache herstellt, erwirbt das Eigentum an dieser neuen Sache. Das ist der 950 des bürgerlichen Gesetzbuchs, gegen die in unserer Wirtschaft jeden Tag immer wieder verstoßen wird. Würden wir diesen Satz ernst nehmen, dann müssten wir unsere Wirtschaftsordnung völlig neu gestalten. Was eine Schwäche unseres Grundgesetzes ist, ist, dass dort das Eigentum nicht definiert ist. Und wir sind die einzige politische Kraft, die sagt, was gehört aus welchen Gründen wem? Diese Frage musste eine Gesellschaft beantworten, in der es gerecht zugehen soll. Und wir sagen eben, das große Vermögen von BMW haben nicht die Damen Kladden und Quandt geschaffen. Es waren zigtausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das große Vermögen von Schaeffler hat nicht Frau Schaeffler geschaffen. Es waren zigtausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das große Vermögen von VW hat nicht Herr Piëch geschaffen. Es waren zigtausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denen man ihr Vermögen endlich zurückgeben muss. Das ist eine Kernforderung der Linken. Es geht der Linken also nicht um Enteignung. Es geht der Linken darum, die schleichende Enteignung des wirtschaftlichen Alltags rückgängig zu machen. Und jeder, der mit uns diskutiert, soll die Frage beantworten, was aus welchen Gründen wem gehört. Und deshalb wünsche ich mir auch, dass Brechts Gedicht Fragen eines lesenden Arbeiters auf der ersten Seite unseres Grundsatzprogramms stehen wird. Denn in diesem Gedicht ist die Kernfrage angesprochen. Wer baute das siebentorige Theben? In den Büchern stehen die Namen von Königen.
haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt. Das ist der Grundirrtum unserer Gesellschaft, dass sie meint, die Wirtschaftsbosse hätten die Felsbrocken herbeigeschleppt. Das ist einfach nicht wahr. Der Grundirrtum hat sich über Jahrtausende gehalten. Und nun differenzieren wir den Eigentumsbegriff aus. Die Schweden haben alle ihre Banken in der Wirtschaftskrise verstaatlicht. Als wir jetzt im Programm geschrieben haben, wir wollen eine Vergesellschaftung der Banken, gab es auch in unseren Reihen Irritationen. Und natürlich ist der Begriff staatlich nicht so populär in der Bevölkerung, das wissen wir alle. Es ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, ich werde darauf noch zu sprechen kommen. Aber im Finanzsektor geht es jetzt darum, dass endlich die demokratische Kontrolle wieder verankert wird. Und das geht jetzt nur, indem der Staat jetzt bei den großen Instituten die Verantwortung übernimmt. Ich will euch die Begründung geben. Unbemerkt von der Öffentlichkeit haben sich alle größeren Bankinstitute selbst verstaatlicht, seit langer Zeit. Die Verstaatlichung dieser Institute heißt: Wir zocken mit Milliardensummen, die Gewinne streichen wir ein. Wenn das schief geht, dann haben wir einen Anteilseigner, den Vaterstaat. Und diese dummen Verstaatlichungen, die lehnt die Linke ab. Wir wollen dann, wenn schon eine demokratische Verluste für den Staat, dann bitte aber auch Gewinne. So ist unser Gegenkonzept. Dasselbe gilt für die Energieversorgungsunternehmen. In Frankreich wäre das überhaupt keine Diskussion. In anderen Staaten auch nicht. Aber bei uns natürlich wieder, weil wir ideologisch fixiert sind wie kaum eine andere Gesellschaft. Wir wollen die Rekommunalisierung der Energieversorgung. Das ist auch der Kerninhalt des Programms in Nordrhein-Westfalen. Wir wollen die Grünen davon überzeugen, dass nur eine dezentrale Energieversorgung umweltfreundlich ist. Wenn die Grünen sich als Schutzpatron von RWE und den anderen Großen aufspielen, ist das nicht grün, sondern es ist reaktionär, um das mal deutlich zu sagen. Und nun kommt diese entscheidende Frage, Schlüsselbereich der Wirtschaft oder wie immer das nennt. Da gibt es bei uns Diskussionsbedarf. Da setzen die einen auf staatliche Beteiligung. Und da setzen die anderen, zu denen ich gehöre, viel stärker auf Belegschaftsbeteiligung. Das ist eine Diskussion, die wir noch zu Ende führen müssen. Und wir haben das ja am Beispiel Opel gesagt. Bei Opel war es so, man höre und staune, dass die Ersten, die für Staatsbeteiligung votiert haben, Merkel und Koch waren. Ihr könnt es doch nachlesen. Und dann haben Gregor und ich gesagt, sehr schnell, wir wollen keine VEB Opel, weil wir mit dieser Kampfformel denen beibringen wollten, wenn statt dem amerikanischen Staat das Sagen nachher Merkel und Westerwelle haben, ist auch noch nicht alles geklärt. Wir wollen die Freiheit runterdifferenzieren auf den Einzelnen. Und das heißt nun mal Belegschaftsbeteiligung. Die Mitarbeitergesellschaft ist die Utopie der Zukunft. Das ist die Utopie einer wahrhaft linken Partei. Und natürlich wollen wir besonders, wir haben das im Gründungsdokument angesprochen, die kleinen und mittleren Unternehmen, die einen anderen Status in unserer Gesellschaft haben, in der sich nicht Macht zusammenballt, die die Demokratie gefährdet, sie wollen wir besonders fördern. Wir waren die Einzigen, das glaubt man ja alles nicht, es wird ja auch alles über den Tisch gekehrt, die im Bundestag die degressive Abschreibung auf alle Wirtschaftsgüter wieder einführen wollten, im Interesse der kleinen Betriebe. Wir waren die Einzigen, die den Mittelstandsbauch abschaffen wollten, im Interesse der kleinen Betriebe. Und wir sind die Einzigen, die mit Mindestlohn und so weiter die Binnennachfrage stärken wollen, im Interesse der Betriebe, die hier in Deutschland ihr Geschäft machen und ihr Geld verdienen. Wer eine ökologische Gesellschaft will, der muss eine andere Machtverteilung anstreben. Im Energiesektor muss das jedem nachvollziehbar sein, aber es gilt für viele andere Entscheidungen. Das ökologische Prinzip ist auch Machtverteilung und Dezentralität. Und im Grunde genommen ist die Belegschaftsbeteiligung durch die neueren Forschungen der Wirtschaftswissenschaften unterlegt worden. Dort haben zwei Leute den Nobelpreis bekommen zuletzt, die von der Allmende Wirtschaft über sie geforscht haben und ihre Vorteile auch ökologisch erkundet haben. Was heißt das? Das heißt,
das wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, wenn gemeinschaftliche Güter verwaltet werden, dass die gemeinschaftliche Verwaltung der Güter zu besseren Ergebnissen führt, als wenn Einzelne die Güter verwalten. Das ist eine weitere Begründung für Belegschaftsbeteiligung auf breiter Front. Und so wenig wie der Krieg grün sein kann, so wenig kann die Deregulierung der Finanzmärkte grün sein. Das, was die Grünen nicht verstanden haben, ist, dass sie mit der Deregulierung der Finanzmärkte ökologische Katastrophen angerichtet haben. Das haben sie nicht verstanden. Siehe jetzt die Ölwirtschaft im Golf von Mexiko. Es bleibt aber dabei, Krieg ist die schlimmste Form der Umweltzerstörung. Und ich bin stolz darauf, am heutigen Tag sagen zu können, wir haben das durchgehalten. Wir sind die einzige Antikriegspartei Deutschlands. Wir stehen hier allein in der Tradition der Arbeiterbewegung. Wir halten fest an der Imperialismus-These der Arbeiterbewegung, die ja schlicht und einfach das Ergebnis einer gesellschaftlichen Analyse ist. Es ist wahr, und die Kriege im Vorderen Orient zeigen das, sie sind niemals Kriege für Freiheit und Demokratie. Sie sind und waren immer Kriege um Rohstoff- und Absatzmärkte, und daran beteiligt sich die Linke niemals in unserer Gesellschaft. Es gibt für die sogenannte humanitäre Intervention, die leider auch noch im Grundsatzprogramm der SPD steht, die leider auch von den Grünen vollinhaltlich geteilt wird, es gibt keine nachvollziehbare ethisch-moralische Rechtfertigung. Und ich sage es immer wieder und sage es am heutigen Tag. Solange man mit viel, viel weniger Geld Millionen Menschen vor dem Hungertod bewahren kann, solange man mit viel, viel weniger Geld Millionen Menschen vor dem Tod durch Krankheit bewahren kann, solange ist die Begründung einer humanitären Intervention mit vielen Milliarden, wobei man leider viele Tausende ermorden muss, ist nicht ethisch und moralisch zu rechtfertigen. Das ist unsere Überzeugung. Liebe Freundinnen und Freunde, Lothar und ich, wir geben heute den Stab weiter. Ich glaube, wir können zufrieden sein, dass wir mit euch allen vieles erreicht haben. Und jetzt liegt es wiederum an euch allen und allen unseren Mitgliedern, dass wir diesen Weg unbeirrbar weitergehen. Er war erfolgreich, und eine erfolgreiche Strategie wechselt man niemals aus. Wir werden weiterhin die Partei sein, die für Frieden und soziale Gerechtigkeit und für Demokratie steht. In diesem Sinne, euch allen ein Glück auf!